Servusle, grüßt euch, schön, dass ihr reinschaut, Leute. Eine gemütliche Runde Ark mit dem Voucher und mit dem Alderle, wobei wir immer erst wissen, ob es gemütlich wird, wenn es vorbei ist. Heute möchte ich einen kleinen Ausflug machen, den stelle ich so ein bisschen näher darüber. Falls da irgendwelche Angriffe heute wären oder so, dass zumindest noch eine kleine Palisade aufgebaut ist. Der Sarko ist nämlich ziemlich stark, ne? So, das war Nummer 1, ich will Wasser holen noch, weil mir geht nämlich so langsam das Wasser hier aus. Da machen wir einen Ausflug und zwar versuche ich heute mal die Strecke nachzuempfinden, die unser lieber Nixwivek reingeschrieben hat in die Kommentare vor kurzem, in Richtung blaues Biom. Und da müssen wir irgendwo die Mistkäfer finden, das wäre so das Ziel. Jetzt holen wir uns noch Mist, begrüßen noch ganz kurz unseren neuen Ankömmling, unser kleines Spinnobaby, welches nicht mehr ganz so klein ist. Ich habe zwar keine Offscreen-Zeiten gehabt, groß, ich habe nur ein bisschen umgebaut, wie ihr seht, der Anzug ist auf der alten Rüstung drauf und so weiter. Ein paar Munitionskugeln habe ich hergestellt, aber guck mal, sie ist schon jugendlich. Und natürlich entsprechend auch gewachsen. Wäre jetzt schon vorbei, wieder aus dem Haus rauskommen, ne? Wahnsinn. So, hast du noch Fleisch, Babe? Sie hat noch Fleisch, jede Menge Fleisch. Wann muss ich denn wieder da sein zum Streicheln? Zeig's mal. In 44 Minuten, Leute. Also, diese Zeit nutzen wir eine komplette Folge, machen wir einen Ausflug. Ich hoffe, ich habe alles soweit dabei. Ja, wir werden es sehen, wir werden es erleben. Wichtig ist halt einfach, dass wir so ein bisschen mehr Gebietskunde mal machen, Richtung blaues Biom. Einfach mal gucken, weißt du, dass wir hier so ein bisschen um uns herum die Umgebung kennenlernen und auch weiterkommen, was die Karte angeht, die Map. So, pass auf. Wir gehen jetzt einfach hier rüber, hat er gesagt, glaube ich, unter der Brücke durch, links von der Brücke, um den Berg herum. Und ich vermute fast, dass du den Berg da vorne meinst, links rum und rechts halten, ne? So irgendwie war das. Ich laufe jetzt einfach mal drauf los, wie ich meine, dass ich es richtig verstanden habe, hoffentlich. Schauen wir mal. Ich nehme auch nicht das ganze Rudel mit. Ich habe echt Angst, Tiere zu verlieren, deswegen gehen wir ja nie weg. Weil ich ja ständig Angst habe, ich verliere meine Viecher dann hier. Okay, da hinten ist gerade ein Karkinos. Der soll von mir aus da hinten spielen, wenn er das will. So, jetzt pass auf. Du hast gesagt, über den See rüberschwimmen, unter der Brücke, also links, parallel davon am Berg. Und das ist für mich schon so ein bisschen hier ein Berg eigentlich. Müssen wir mal gucken. Jetzt sind wir unter der Brücke, hier wäre dann der Berg. War ein Dodo? Oder meintest du noch weiter und den Berg da vorne vielleicht? Ich nehme es mal fast an, dass du den Berg da vorne gemeint hast. Dass ich links um diesen Berg herum rechts haltend entlang muss. Also wäre es dann hier. Ja komm, dann laufen wir den Weg. Früher stand immer bei WoW dabei beim Einloggen, halte dich auf dem Weg, dann passiert dir nicht so viel. Dodo? Der Dodo sagt das Gleiche. Hier ist die Brücke, hier ist der Berg, um den laufe ich jetzt links herum und halte mich rechts. Das schauen wir uns jetzt mal an. Was hat mich jetzt da gerade für ein Tier gehört? Da vorne ist ein Raptor, Leute. Da gehen wir direkt drauf einfach. Das wird das Beste sein. Welches Level? Ah ja, der ist kleiner als wir. Da hast du nämlich keine Chance mit uns. Ja, so mag ich das. Ja, ja. Siehst du übrigens gerade im Namensvoting für alle, die Bock haben, einen der Namen, die wir gesammelt haben, mit auszusuchen. Voucher.de/voting. Das läuft jetzt bis nächste Woche. Wie bist denn du eigentlich eingestellt, meine Kleine? Dein Ziel angreifen. Dafür liebe ich dich. Das ist nämlich genau die richtige Einstellung. Genau, also voucher.de/voting. Das sind jetzt alle Namen, die so eingegeben wurden in die Kommentare drin. Da könnt ihr jetzt mit abstimmen, wenn ihr Bock habt. Jeder darf drei Namen wählen. Bitte jeder nur einmal voten. Doppelte Votings werden rausgefiltert. Ich komme mal vor wie so ein Marktsprecher. Das ist aber, dann würde ich fast sagen, dass wir hier wieder entlang müssen, weil jetzt bin ich doch schon um den Berg rum. Oder muss ich hier unten um den Berg rum? Nicht ganz so beherzt hier runterhüpfen, Alterle. Du kennst dich hier null aus. So, jetzt müsste auch hier... Ach Gott, ich habe gar nicht geschaut, wie viel Uhr es ist. Ja, 15 Uhr, dann werden wir jetzt in die Nacht reinkommen, Leute. Die überbrücken wir dann mit einer Fackel irgendwo auf einem Pilz sitzen. Hier würde ich fast sagen, immer noch links um den Berg herum, oder meintest du den? Und rechts halten. Dann wäre ich jetzt der Meinung, wir sind richtig. So. Da geht es auch wieder runter. Wie sieht es hier aus? Ne, ich glaube, hier ist dann vorbei, ne? Wir müssen tatsächlich noch weiter darüber. Kämpft er? Mit was kämpft er? Der kämpft mit dem Ravager-Rudel. Schauen wir uns mal kurz an, was wir hier so für Level haben. Siebener. Hilft jetzt nichts. Ich habe das Zielfernrohr übrigens gebaut, wie ihr gesagt habt. Ich find's gut. Ich find's gut. Und man sieht jetzt auch tatsächlich, dass er so ein bisschen wackelig ist. Ich hoffe, ich kriege die jetzt platt. Ich will nämlich da runter. Na toll, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ah. Ja, komm nur vor. Komm nur vor, zeig dich. Habe ich ihn erwischt? Wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste, Leute. Da vorne sind auch Liebe, diese Saurier wieder. Es war ein Treffer. Wie viel Leben hat denn so einer? Ich habe gar nicht geschaut eigentlich.
Wie viel Leben hat denn so einer wie du? Aber du bist ziemlich groß, gell? An dir das abzumessen ist blöd. Ja gut, da muss ich halt 10 Kugeln verholzen, wenn ich mit sowas zu tun habe. Jetzt habe ich nicht geschaut, welches Level der hatte. Vielleicht hätte man einfach runterhupfen können mit ihr. Dem Stego haben wir jetzt geholfen. Dafür haben wir sie jetzt hier unten kleben, wo ich sie eigentlich nicht brauchen kann. Das Zielfernrohr ist schon eine coole Geschichte, Leute. Tja, was machen wir jetzt? Am besten würde ich sagen, wir packen die Knarre weg und gucken mal, ob ich überhaupt den Weg da runter muss. Normalerweise nicht. Oh, Servus, ich wollte gerade sagen, wo kommt der jetzt her? Komm her, Alter, mache ich dich auch noch weg. Welches Level? Ja, super. Mach du den mal fertig, ich esse derweil was. So, Leute, natürlich. Wie kommen wir jetzt hier runter, ohne dass die Ravager uns da aufgabeln? Gar nicht, ne? 2 Stück könnte man aber eigentlich schaffen. Ach, ein bisschen Risiko muss ab und zu auch mal sein. Ich lasse die einfach mal. Weißt du was? Wir ziehen die zum Stego rüber. Wir müssen uns ja nicht unbedingt mit denen anlegen. Oh, was war denn das da hinten? Ach, das ist doch unser Wasserfall, Leute, oder? Das ist doch unser Wasserfall. Kurzer Moment, ich habe gerade so ein bisschen ein Problem hier. Ich sehe nämlich nichts. Das ist unser Wasserfall, glaube ich. Das heißt, wir müssen in die Richtung weiter. Boah, wenn man halt sich nicht auskennt. Und ich kann jetzt auch nicht bei jedem Tier stehen bleiben, sonst werden wir unser Ziel heute nicht erreichen. Das muss klar sein, ne? Hopf mal kurz da hoch. Orientierungstechnisch. Ich würde fast sagen, das ist der Berg, um den wir rum müssen. Aber rechts halten würde bedeuten, wir müssen jetzt hier rein, ne? Gehen wir einfach mal rein. Wird es jetzt schon dunkel? Was ist das da hinten für ein... Das ist der Ravager von gerade, ne? 480. 480, weißt du was, ich mache die weg, sonst laufe ich den nämlich nachher irgendwie blöd rein. Oh. Der Blutungseffekt, den machen halt die, nicht wir, ne? Den einen haben wir weg und der hat jetzt das doppelte Level oder sowas, ne? Dann haben wir ein Problem. Ne, wir haben sie alle weg, Leute. Jetzt muss ich nur ein bisschen unser Baby ausruhen lassen. Geil, Alter, ne? Wir haben sie weggerotzt. Wir haben sie weggerotzt. So, hier war es mit E, glaube ich, ne? Wow, und wieder ein Rezept. Fokal. Fokal, ein Fäkalchili, Leute. Ein Fäkalchili, da war... Boah, ich habe die Dings vergessen, die Misthaufen. Ich habe die Misthaufen vergessen. Ohne die brauchen wir eigentlich gar nicht hier rumtouren. Scheiße. Weißt du was, dann exploration wir nur rum heute. Und gucken wir, ob wir die Stelle überhaupt finden. Aber ohne Code kann ich die ja noch nicht mal zähmen, ne? Mist. So habe ich es mir nicht vorgestellt. Egal, jetzt will ich mal gucken. Hier dann durch... Ist das richtig, Alter? Sind wir hier auf dem richtigen Pfad? Ich habe keine Ahnung. Er hat auch gesagt, ich kann auch am Wasser entlang. Vielleicht mache ich das nächste Mal am Wasser entlang. Weil so ein bisschen habe ich das Gefühl, ich bin gerade schon nicht mehr da, wo ich sein sollte. Ich sehe auch die Brücke nicht mehr, ne? Ist die Brücke nicht da hinten? Doch, da hinten ist auf jeden Fall das blaue Biom. Und hier ist auch die Brücke. Und wir sind um den Berg herum. Links herumgegangen und haben uns rechts gehalten, ne? Er müsste jetzt hier irgendwo runtergehen. Da ist doch auch die Straße. Oh, jetzt habe ich den Mistkäfercode vergessen. So ein Mist. Genau, so ein Kack, Alterle. Ja, aber es ist doch egal. Wenn wir den Pfad mal wissen, Leute, dann haben wir schon halb gewonnen. Was ist denn das da unten? Nur eine Blume. Ich würde fast sagen, wir sind richtig und müssen jetzt hier uns irgendwo runterkämpfen. Was ist denn das da hinten, bitte? Tina Boa. Eine Schlange, Leute. Eine Level 12er Schlange ist da hinten. Die Tina Boa. Die Schlange heißt Tina, ernsthaft. Guck mal hier, das sieht doch so aus, dass es hier dann irgendwo runterginge, oder? Ich nehme an, da hinten ist ein Pfad. Dann wären wir ja schon mal richtig. Ich habe kein Bulbdog gefunden. Ich sage mal Bulbdog halt, ne? Ich deutsche das mal ganz geschwind ein hier, falls sich da jemand wundert, was ich meine. Ne, hier ist kein Pfad nach unten. Wow, ist das schön. Haben wir das schon mal so genau gesehen? Wow. Wow. Alterle. Das sind ja geile Farben. Auf die freue ich mich aber schon. Wo ist denn die Schlange? So, und hier müsste ein Pfad nach unten sein. Da drüben sieht es so ein bisschen aus, als ob ein Pfad nach unten ging. Hier. Hier, weißt du? Dass es hier so runter geht.
Wow, ist das der Hammer. Hier auch super interessant alles. Wahnsinn, Wahnsinn, Leute. Ich freue mich ganz arg drauf, das alles zu entdecken. Ich bin natürlich trotz allem noch so ein bisschen vor... Oder geht's hier? Hier geht's, glaube ich, auch runter. Hier geht's flacher runter. Das sollten wir eher die Stelle uns angucken. Und vor allem aufpassen, dass die Schlange uns nicht casht irgendwie, ne? Komm, wir laufen mal da hinten runter. In der Hoffnung, dass es da überhaupt lang geht. Ich habe noch keine Ahnung. Hier würde ich sagen... Ja, hier kommen wir auf jeden Fall auch wieder hoch, falls es drauf ankäme. Alter, wir müssen ja hier rumlaufen. Wir müssen uns ja lang... Aber hier ist vorbei mit runterkommen. Es sei denn, wir kommen hier hoch. Ja, kommen wir. Ja, aber das sieht nicht so aus, als wäre das ein regulärer Weg. Wow, Leute, wie tief geht denn das bitte? Ich glaube, wir sind hier an der Stelle falsch. Wie tief geht denn das bitte? Oh, Lego Mio. Das wird ja noch heiß. Das wird ja eine heiße Geschichte. Nein, ich traue der Map noch nicht so. Weißt du, ob es hier noch Stellen gibt, wo man festpacken kann. Ich gehe nämlich davon aus. Jetzt laufen wir mal da hinten lang. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier irgendwo halt runter müssen. Denk an die Schlange, Alter. Ne? Die war nämlich da gerade irgendwo. Hol mal die Fackel raus, bevor es jetzt hier gleich heiß wird. So. Also bis jetzt habe ich hier noch nicht wirklich viel gefahren gesehen, was ja gut ist. So. Hier schön entlang. Wenn eine Schlange kommt, einfach weiterlaufen. Lum, lilum, lum, lum, lilum. Ich muss also ab und zu in der Perspektive spielen. Ich kriege das an. Diese Ego-Perspektive, die ist manchmal für mich ein bisschen befremdend. Kann es nicht anders sagen. Wow, Alter. Aber da müssen wir irgendwo runter. Die Frage ist nur, wo ist da der Abstieg? Nicht so knapp, nicht so knapp, bitte. Du kennst mich doch, wie schnell ich unten lieg. Hier ist nix. Nee, du musst dann schon irgendwo... Da muss ja irgendwo ein ganz normaler Weg nach unten führen, oder? Sind wir ehrlich, Leute, da muss jetzt ein ganz stinknormaler Weg irgendwo gleich auftauchen. Hallo, hat die ein Baby? Hat die ein Baby? Nee, ist eine Pupsi, die sich hier einschmeicheln wollte. Ich dachte gerade, die hat ein Baby, ein freies... Ist gut, welches Level hast du? Ein Dreier, Gott sei Dank. Die möchte ich ja... Oh, da hat sie ihre Edelsteine, Leute. Nee, nee. da ist die Schlange. Da ist die Schlange. Da ist die Schlange. Die hat bestimmt einen starken Würgegriff. Nein, ich habe nicht immer Schiss. Das verkennt ihr total. Das verkennt ihr total. Der 12er Boa, Alter. Die schieße ich ja mit einem Ding weg. Komm mal her. Naja, okay, mit zwei vielleicht. Kurzer Moment. Beim Nachladen braucht er noch so ein bisschen seine Zeit. Daneben geschossen, Alterle. Da kann man gut zielen üben. Ah, jetzt kämpfen die beiden miteinander. Oh, ich kann die Maus jetzt nicht töten. Tut mir leid. Vielleicht macht ja die Schlange das bisschen. Lass mal kurz gucken. Die hat auch nicht so viel Leben, gell? Guck mal. Guck mal, Torpor. Achso, wir haben gar keinen Honig, gell? Sonst hätte ich jetzt gesagt, ich mache... Ah, die macht die Schlange platt. Die Schlange, die hat es... Packt die Schlange nicht. Jetzt hat sie sich weg... Weggegraben. Da ist sie wieder. Ja, das hat sie gut gemacht. Aber dieses Torpor baut sich auf. Also die hat wohl irgendwie Gift, die Schlange, ne? Sehr interessant. Wenn du da rechtzeitig dabei bist, liegt die schon, ne? Wahnsinn. So, Leute, wir müssen weiter gucken, dass wir da irgendwie runterkommen. Ich würde sagen, wir gehen da hinten lang. Ich werde den Weg wahrscheinlich im umgekehrten Ablauf nochmal machen, indem ich am Fluss entlang gehe. Da nochmal ein bisschen rumgucke. Weil jetzt hier bei Nacht ist es sowieso doof, ne? Wir werden schon da irgendwann runterfinden. Und dann werden wir auch unseren Mistkäfer finden. Ganz, ganz bestimmt sogar. Also bei den Schlangen bin ich jetzt schon vorsichtig. Wenn die Gift haben, ist es natürlich bös. Alter, hier geht es bestimmt nicht runter. Bestimmt nicht. Schön außenrum, genau. Ja, wir werden schon einen Weg finden. Geht's da hinten durch? Nee, ne? Das ist nicht zum Durchgehen gedacht. Nee, nee. Blöd ist halt, wenn jetzt hier ein Viech kommt, dann hängst du da drin. Wow, sehr interessant. Jetzt haben wir halt, ich hoffe, dass hier noch keine Nameless auftauchen können. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie die aussehen. Habe ich mir noch nicht gespoilert. So, hier entlang.
Irgendwo geht es bestimmt runter. Wichtig wäre doch schon mal, dass wir heute zumindest einen der Mistkäfer mal sehen, weißt du? Dass ich mal ein Gefühl entwickle, wo ich die finde, wie sie aussehen. So, hier, so, willst du so dicht am Stein entlang gucken? Ein Bienenhaufen? Ja, guck mal, das fühlt sich schon richtig an hier. Wie viel Uhr haben wir denn? Vielleicht warten wir mal ganz kurz, bis es wieder hell wird, Leute. Wir warten mal ganz kurz, bis es wieder hell wird, ne? So eine Reise in allen Ehren. Aber wenn du nichts siehst, ist ja auch bescheuert. Hopf mal irgendwo in Sicherheit. Ja, geh mal da hoch. Na, dann außen rum, Alter, wenn es nicht gleich geht. So, hier schön hoch. So. Guck mal, das sind auch so kleine blaue Glühwürmchen jetzt. Vielleicht sind wir tatsächlich schon an einem Platz, wo es... Sollen wir mal da hochhüpfen? Den grünen Rucksack habe ich jetzt auch noch nicht gefunden, ne? Oh, schade, es langt uns nicht. Vielleicht reicht es mir, wenn ich es hier probiere. Ja, 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 das sieht doch gut aus. Und jetzt... Ah, Mist. Kommen wir da überhaupt hoch? Ach, guck mal. Super. So, meine Lieben, noch ganz kurz ein bisschen Geduld. Bleibt mal noch kurz mit dran, bitte. Wir werden kurz warten. Es müsste jetzt jeden Moment hell werden hier bei uns. Obwohl, das kann natürlich auch sein. Ah, da hinten ist es schon hell. Viel heller wird es hier wahrscheinlich nicht. Ja, aber das Pilzleuchten reicht uns ja. Hopf mal darüber. Ah, wir müssen gucken. Irgendwo muss es hier ja runtergehen normalerweise. Wow. Wow. Es ist doch der absolute Hammer. Es ist so ein Traum, Leute. Aber... Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Oder hat er den Berg gemeint hier? Hast du den Berg gemeint da drüben? Dann müsste es ja noch weiter hinten runtergehen irgendwo. Wir laufen einfach mal weiter. Wir haben ja Zeit. Es geht uns ja nichts verloren. Und solange wir leben und fit sind einigermaßen, ist alles gut, finde ich. Gebietskunde gehört dazu. Ja, Leute, wie ist denn... Ich muss mir echt mal jetzt langsam Gedanken machen. Ist es eher nach unten aufgebaut in die Tiefen rein? Weil guck mal, das geht nämlich alles sau tief runter hier, ne? Das heißt, wir sind mehr oder weniger so ein bisschen momentan an der Oberfläche eher. Boah, da unten ist es bestimmt höllengeil. Müssen wir mal gucken, wie wir das angehen. Ich will tatsächlich da mal ein bisschen weiter ins Gebiet vordringen. Ich habe da schon Lust drauf. Hier ist Metall. Es ist halt schon eine Geschichte, ne? Du musst aufpassen auf die Viecher, auf die Schlangen und was weiß ich, was hier alles so rumfleucht. Da vorne ist wieder irgendwas. Wie ist halt hinter dem Pilz verschwindet, als ich gerade gucken wollte, was es ist? Kano. Ein Kano, Leute. 16er. Zwei Schuss kriege ich angesetzt, bevor er da ist. Den Rest müsste ich mit dem Ravager machen. Sollen wir es mal probieren? Habe ich ihn getroffen? Nö. Sollen wir es mal probieren? Ob wir so ein Kano-Blatt kriegen würden, geschwind? Sollten wir schon machen. Es war ein Headshot. Er kommt. Einen Schuss schaffen wir noch. Oh. Oh, Mist, Mist. Da hat mich die Perspektive gerade wieder übermannt. Das Gewehr raus? Hier bist du sicher eigentlich. Wenn ich ihn von hier schießen kann, wäre super. Treffer. Das Nachladen ist halt scheiße, ne? Alter, wie wäre es, wenn du flüchtest einfach? Guck mal, der rennt ganz anders, wenn du das Ding ausgerüstet hast. Was ist denn da? Da ist ein Käfer! Da ist ein Käfer! Da ist einer von den Käfern, Leute! Das war einer bestimmt. Wo ist er? Da kommt er. Ist das auch... Hammer! Was ein geiles Jagdfeeling man hat hier, oder? Da linst davor. Boah, jetzt war ich zu erschrocken. Man muss halt schon zielen, ne? Sonst wird's nix. Kommt den erlegen wir jetzt, Alter, ne? Ja, du musst halt einfach ein bisschen üben. Dann kriegt man das schon hin. Und jetzt ist das Ding raus und drauf... Wo ist er? Wo ist denn der? Oh, guck mal da hinten. Mist. Jetzt ist er wieder der Fall. Alter, der ist schnell. Das war's jetzt aber mit ihm, oder?
Jetzt haben wir erlegt, Alter, ein 16er. Das ist aber schon eine Aktion, so einen dann Blatt zu kriegen, ne? Finde ich aber gut. Ich finde es nicht schlecht, Leute, dass es nicht einfach so hoppla hopp ist, weißt du? Finde ich schon toll. So, komm, da will ich natürlich jetzt... Alter, lass mich doch mal reingucken. Alter, irgendwie haben die nie Taschen, wenn ich mit dir unterwegs bin. Habe ich dich nicht auf Folgen? Kurzer Moment. Folge 1. Geh mal da weg. Ich will wissen, ob da eine Tasche ist. Jetzt kann ich den Käfer nicht holen, weil ich kein Ding habe, Leute. Nee. Oder hast du schon gelootet? Alter, da brauchen wir bei dir gar keine Taschen. Das Rezept haben wir von vorhin schon, ne? Lass uns mal den Käfer suchen. Oh, könntest du vielleicht gerade AA machen? Das wäre eine super Geschichte. Lass mal kurz gucken. Alter, da kannst du einen Haufen machen. Nö, ne? Hier liegen auch keine Haufen rum. Sorry. Schauen wir uns den Käfer wenigstens mal an, dass wir ihn mal gesehen haben. Der war da hinten. Da hinten läuft er. Das sind die bestimmt, Leute, oder? Wo ist der jetzt hin? Jetzt ist er weg. Gerade eben ist er hier rumgelaufen. Alter, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Käferle. Da ist er. Das sind die, ne? Ich gucke erstmal von Weitem. Jo, Level 1er. Musst du nicht gerade zu viel... Guck mal, wie der hier rumklebt. Mist. Ein Level 1er. Wir haben aber die Käfer gefunden. Das ist schon mal ein Anfang, Leute. Ich guck mal bei dem Stego. Vielleicht muss der ja irgendwie einen Haufen machen oder so. Das wäre super. Das wäre natürlich geil, wenn wir den heute kriegen würden. Wenn ich meinem Viech was zum Fressen geht, muss es dann nicht zufällig die ganze Zeit Haufen machen? Ich probier's mal. Und? Hast du einen... Nee, musste nicht, gell? Jetzt wissen wir wenigstens, dass wir welche finden. Jetzt weiß ich, wie sie aussehen. Das ist schon mal ein Vorteil. Ich weiß, wo wir ungefähr hin müssen. Was wir noch nicht gefunden haben, ist ein Weg nach unten. Und Haufen habe ich keine dabei. Mist, warum habe ich nicht mitgedacht? Egal, komm. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwie runterkommen hier. Da müsste es ja noch mehrere Käfer geben normalerweise, ne? Ich nehme auch an, dass wir schon hier ziemlich nah am Abstieg irgendwo sind. Guck mal, da hat sogar zwei gleich. Ein Level 1er und Level 10er wäre hier gewesen. Schade. Und die müssen ja aber Mist... Den muss man Mist geben, gell? Ja, aber ich glaube auch nicht... Obwohl, für den Level 1er könnte es eventuell reichen, wenn wir einen großen... Fäkalienhaufen von dem Kollege hier haben würden. Schauen wir nochmal. Ja, wenn nicht, hole ich die Tage einfach. Jetzt weiß ich ja, wo sie sind. Können wir auch die Tage nochmal zusammen dann eine richtige Tour machen. Dann nehme ich dann das Rudelau mit. Ich habe irgendwo eine Taste gehabt letztens, wo ich drücken konnte. Und dann hätte er eigentlich einen Bollen geschmissen. Die ganze Zeit, ne? Oh. Scheiße. Tut mir leid an der Stelle, Leute. Jetzt versuchen wir mal noch den Rückweg zu finden. Dann haben wir einen kleinen Ausflug gemacht. Gehört auch dazu, damit ich halt rechtzeitig zurück bin für unser Spinno-Baby. Und beim nächsten Mal gehe ich dann natürlich entsprechend mit dem Zeugs hierher, das wir brauchen zum Zähmen. Bringt ja sonst nichts, ne? Und ja, muss ja nicht alles auf einmal sein. Ich bin da schon wieder zu unentspannt, glaube ich. Ich gucke jetzt natürlich trotzdem, musst du nicht zufällig, Alter. Du könntest eigentlich einen Haufen machen. Guck mal, wir schieben dich hier nämlich weg, verstehst du? So, sollen wir mal gucken, ob da hinten links rum vielleicht, ob man da irgendwie noch runterkommt ins Biom. Jetzt habe ich die Käfer wenigstens mal gesehen. Ist doch super. An der Grenze. Das finden wir schon wieder. Wir finden wahrscheinlich auch noch mehr Käfer. Was haben wir hier noch? Nix. Und wir haben ein Kanoblatt gemacht. Da bin ich auch stolz drauf. War zwar kein allzu hoher, aber das war jetzt schon fast jägermannsmäßig, ne? Lass mal hier gucken, Leute. Ich glaube, hier geht's runter, oder? Ich muss auch nochmal nachlesen, genau. Ich habe das Gefühl, ich bin falsch gelaufen. Hier ist eine natürliche Zipline. Ist das die? Dann sind wir jetzt an der Brücke. Ja, ich glaube, wir sind schon halbwegs richtig. Zumindest hat es uns ans Ziel geführt, ne? Diese Beschreibung. So, meine Lieben, dann machen wir heute tatsächlich eine kurze Runde. Ihr wisst ja, ich plage euch ungern länger, als es sein muss. Ich gucke jetzt hier hinten nochmal kurz runter und dann ist das Thema für heute durch. Kann sein, dass ich euch morgen vielleicht tatsächlich hinten bei den Mistkäfern begrüße, dass wir da die Folge einsteigen und uns die dann ranzähmen, dass ich schon mal hinlaufe, weißt du? Und dann gehen wir von dort aus zusammen zurück. Da ist wieder ein Raptor, welches Level?
Das sind auch die ein 7er. Den können wir kurz wegmachen. Den können wir kurz wegholzen hier. Dann kriegen wir noch ein bisschen Level. Kann ja auch nicht schaden. So. Oder ich versuche die Flussrichtung, dass man irgendwie mal schauen. Das werden wir schon hinkriegen. Jetzt machen wir an der Stelle halt mal Schluss heute. Was ist denn da hinten noch für ein Tier? Kakinos. Alter, wirst du es jetzt glauben oder nicht, aber ich habe keinen Millimeter mitbekommen, dass wir Richtung Heimat laufen. Ich dachte die ganze Zeit, wir sind immer noch ziemlich nah am blauen Biom. Wahnsinn. Ja, aber deswegen müssen wir öfters raus, Leute, sonst kriege ich die Orientierung hier nicht und die brauchen wir dringend. Was ist jetzt mit dem Kakinos da? Die haben zu viel Leben, ne, dass ich die geschwind wegschieße. Ja, das kriegen wir so nicht hin. Da brauchst du das Katapultle. Mal gucken, mal, vielleicht kriegen wir den kurz ohne Aggro hintere gelaufen. Ja, ja, hat gepasst. Jetzt sind wir ja da. Wenn jetzt was passiert, bin ich ja auch vor Ort. Okay, Leute, sehr interessant. Also ich bin tierisch gespannt, wenn wir dann in dieses Biom richtig vordringen. Ich überlege auch schon, wenn ich mal tatsächlich den Weg gefunden habe, wie es runtergeht. Also tatsächlich den Originalweg, dass man da in dieses Biom rein kann. Dass wir uns da einen kleinen Stützpunkt aufbauen. Von wo aus wir dann praktisch ins Gebiet weiter vordringen. Weißt du, dass wir uns immer so kleine Stützpunkte aufbauen. Weil jetzt jedes Mal von hier losstarten. Mit allem. Boah, ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Einfach einen kleinen Stützpunkt, ein Bett rein, Spawnpunkt, Kühlschrank. Kühlschrank vielleicht nicht, aber also alles außer Strom. Dass wir alles vorrätig haben, das wäre schon super. Das überlege ich mir mal. Könnt ihr auch mal erzählen, wie ihr das so macht. Wie ihr eure Ausflüge plant. Geht ihr immer von hier los, macht dann eine Stunde, guckt, dass ihr wieder zurückkommt. Oder baut ihr euch auch so kleine Außenposten auf. Wäre mal super interessant zu wissen. Ich gehe davon aus, wir sehen uns morgen in der Folge wieder beim Mistkäfer hinten. Dass wir von dort aus zusammen Richtung Heimat laufen. Und schauen, dass wir die heimkriegen. Zwei Stück waren's. Wenn wir Glück haben, sind sie morgen noch da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag und wir sehen uns morgen, Leute. Bis dann.